Also ich bin ein junger Nathan, der hier mit ein paar Freunden hier was drauf machen will. Hat sich dafür ein Gefängnis einschließen lassen. Um hier nach einem Hinweis zu suchen. Und hier nehmen wir uns den Greifhaken. Und weiter geht's. Und weiter geht's, meine Lieben. Okay, damit wird es klappen. Da ist die Zelle. Wie komme ich da hoch? Und auf geht's! Ich soll mir nicht den Hals brechen. Oh fuck, da habe ich den Sprung ein wenig verkackt. Okay, einfach weiterklettern. Fuck. Ich könnte da runterrutschen. Mit dem Seil am Pfosten. Vielleicht. Vielleicht. Mir macht's einfach. Oh fuck. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Bin ich auch gespannt. Aber wir sind noch. Also es spielt auf jeden Fall Vorteil 1, das weiß ich. Also. Jetzt gerade zumindest. Auf nach oben. Ja. Allerdings. Weiß ich jetzt nicht genau, aber wir sind auf jeden Fall noch jung. Wir sind jung. Oh, ist es ein Grafikbug oder ist das so gewollt? Ich habe keine Ahnung. Das Dach sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Das ist wohl wahr. Gucken wir mal kurz raus. Ja, das sieht gut aus. Nein, nein, nein! Schwer zu glauben, dass hier Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay. Wo lang? Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Ja. Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Das konnten sie wahrscheinlich. Die Piraten hier wohl gestorben sind. Im Ernst, das ist ziemlich cool. Kann man wohl so sagen. Oh. Oh Mann, Sam, verpasst echt was. Also richtig. Das Klettern, das macht einfach so viel Spaß. Auf geht's. Burns Zelle. Ja. Zelle. Ihr Sweet. Würde ich auch sagen. Okay. Wo fange ich an? Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Sonne und Mond. Alchemiesymbole für Gold und Silber. Moment mal. Sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Falten. Schon besser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Okay, also
Danach suchen wir. Okay, das ist so ein... Okay. Römisch 10. Und Römisch 3. Nee, Römisch 2. Und 2. X und II. Sieh sich das einer an. Interessant. Digna factis recipimus. Das muss es sein. Dann mal zurück. Dann mal zurück. Na los! Oh, ich sollte aufpassen. Und abwärts. Und jetzt. Glück gehabt. Ja, das stimmt. Das wird er wahrscheinlich nicht hinbekommen. Jetzt kommen nur wir her. Auf Wiedersehen, Schulter. Das dürfte es wohl sein. Das ist Vargas. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Nein! Wow. Geschafft. Oh Mann. Oh Mann. So muss es laufen. Ja, müssen wir jetzt mal Vargas hier was erklären. Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Ja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Okay. Wenn du mit dem geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Fast so gut wie ich.
¿Qué puedo decir? ¿Eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Hab schon Schlimmeres angesteckt. Komm. Hey, wo, 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 wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Rafe finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Rafe, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen... Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas. In Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber... Finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich... Lass mich raten. Mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sale! Hey, weißt du was? Tú no te metas. Okay. Oh, fuck, Alter. Oh, fuck, ja, komm, chill mal. Musstest du den Gefängnisliebling schikanieren? Du hast dich auch nicht angeboten. Leute, dafür ist keine Zeit. Buenas noches. Otra vez, pendejo. Ah, Teamarbeit. Hora de irse, gringo. Sam, ¿qué hilfe? ¿Qué
Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ist das wohl? Oh fuck. Hey, hey, lass los! Gut, espera! Ja, basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde con las reglas. ¡Aliense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Es la Schmuggelware? Vargas. ¡Cállate! ¿Für wen hältst du dich? Llevo su celda. Trae a los gringos a mi oficina. Déjanos. Déjenos. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh. Ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay. Du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Folgt mir. Los, los!